Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu endlich einer weiteren Episode von Kingdoms and Castles. Lange ist es her. Ich habe so viel vorproduziert wie möglich, aber irgendwann waren meine Videos aus bei meinem Umzug von Japan nach Deutschland. Aber endlich geht es weiter mit Kingdoms and Castles und wir können endlich wieder sehen, wie die Dorfbewohner wuseln und jeweils drei Packungen Blockgetreide in den Kornspeicher treiben und wahrscheinlich immer noch nicht schnell genug sind, um alles rechtzeitig in den Kornspeicher zu treiben, bevor alles vorbei ist. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen in alles, was passiert. Unsere Nahrung plus zwei Gesamtveränderungen im letzten Jahr. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge eine ganze Menge neue Häuser gebaut. Das bedeutet, wir brauchen auch deutlich mehr Nahrung. Aber das wird auch hoffentlich kein zu großes Problem sein, denn wir bauen gerade hier ein Aquädukt und damit dieses Reservoir zu mit Wasser zu versorgen, damit wir die Nahrungsmittelproduktion an dieser Stelle optimieren. Wir haben ziemlich viel Stein, wir haben eine ganze Menge Holz. Kohle ist auch endlich ein Plus, aber vermutlich wird sie das nicht mehr lange sein. Die Holzfäller sind aktiv, den öffne ich jetzt auch wieder. Und seien wir ehrlich, am besten bauen wir gleich nochmal eine Holzfäller, nur zur Sicherheit, denn wir haben gelernt, Förster, also Förster heißen die, nicht Holzfäller, kann man nie genug haben. Das Ganze hier hinten in der Ecke wird Holzfällerland, so viel steht fest. Erstmal eine kurze Straße hier rüber. Ja, fällt das mal. Und den auch, und den auch. Und dann baut mal weiter. Mein Herr, 32 besuchen uns, aber nur 24 Leute sind einfach eingezogen. Wir haben 5% Erhöhung unserer Bevölkerung. Puh, nicht schlecht. Und minus 33 Gesamtveränderung. Okay, und scheinbar bekommen wir auch langsam nicht mehr genug Eisen raus. Also langsam aber sicher wird es ein bisschen eng mit unseren Ressourcen. Hier haben wir Eisen. Und was wir hier allerdings sehen, ist, dass wir da nicht wirklich rankommen. Wir müssen diesen Haufen unbrauchbaren Filz abbauen, um eine zweite Mine daran zu bauen. Und das können wir nicht, weil wir nicht genug Werkzeug haben. Stattdessen haben wir haufenweise Waffen. Echt? Sind das alles Waffen? Sind das Waffen? Ja, es sind alles Waffen. Warum haben wir denn so viele Waffen? Okay, es baut eh nur einer Waffen, aber wir brauchen eindeutig mehr Werkzeug. Mehr Werkzeug, das können wir gerade nicht so richtig produzieren, weil es gerade immer für andere Sachen verbraucht wird. Okay, wir brauchen einen weiteren Schmied, das ist klar. Wir können ihn hier nicht platzieren, das ist schlecht, aber wir können ihn hier platzieren. Oder lieber hier hinten in der Ecke. Wir bekommen jetzt langsam aber sicher Platzprobleme. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wo stellen wir dich hin? Ah, wir stellen ihn irgendwo hin. Den will ich eigentlich nicht wirklich abreißen. Ja. Wie weit geht das Aquädukt? Bis hier hinten. Hier könnte man den hinstellen. Blockiert er zwar den Förster, aber... Was? Zu keinem Schöpfrad... Ah! Hier ist ein Baum reingewachsen. Um uns zu stören. Blöder Baum. Macht ihn weg. Ja gut, dann... Ich packe ihn einfach da rein und... hoffe das Beste. Er hat zwar ein bisschen längeren Weg. Okay, weg damit. Ich habe es mir anders überlegt. So. Nächster Schmied. Und nächstes Holz. So, baut mal einen weiteren Förster. So. Eins. Zwei. Sorgt für Holz.
Okay, Kohle plus 36, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das langlebig ist. Das, was wir da gerade zusätzlich produzieren an Kohle. Holz sieht allerdings gut aus. Nehmen wir lieber noch ein paar Köhler einfach zur Sicherheit. Er kann hier auf dieses Stück Fältchen gehen. Und einen zweiten... Ach, packen wir ihn auf da rein, dann brennt halt alles zusammen ab. Und bringt uns ein bisschen in Probleme. Aber das wird schon gehen. Wird schon gehen. Wir brauchen mehr Häuser, was wollt ihr von mir? Zu viel Zeit in die Ernte einzutragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ups, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Wo sind eigentlich unsere Armeen? Hier ist eine Armee, aber ich habe doch irgendwo eine zweite gehabt. Ah, da. Und da hat er sie. Oh, ein Drache wurde gesichtet. Mal wieder ein Drache. Er kommt von dort. Ah! Feuer! Nein! Löscht es! Schnell! Oh nein, zwei von den Dingern brennen schon. Oh je. Und was ist mit dem Drachen? Der wird wenigstens kaputt geschossen. Ja, okay, das sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus, als können wir das löschen. Das Wasser ist auch sehr nah. Und der Drache hat hier einfach nur Panik. Hier ist einfach viel zu viel Ballisten. Ah, der Köder ist kaputt. Nun gut. Nicht so schlimm. Der Drache ist down. Oder? Wo ist er? Ich glaube, der ist gefallen. Das heißt, die Menschen sollten eigentlich froh sein. Genau, erfreut über den kürzlichen Tod des Drachen. Und so wie es aussieht, können wir das nutzen, um ein bisschen mehr Steuern zu verlangen. Und das brauchen wir auch. So, und hier produzieren wir jetzt auch keine Waffen mehr. Davon haben wir mehr als genug. Haben wir eigentlich genug Brunnen. Hier ist einer, da ist einer. Sieht soweit gut aus. Oh, minus 60 Nahrung. Minus 60 Nahrung, das ist nicht gut. Felsentfernung können wir immer noch nicht machen. Das ist ärgerlich. Jetzt produzieren wir erstmal weniger Waffen, bis die wieder notwendig werden. Irgendwie habe ich nicht so richtig das Gefühl, als ist das absolut kritisch. Hat keine Kohle und hat kein Metall. Na toll. Das hat sich nicht gelohnt. Hm. Nun gut. Was ist hier los? Endlich das letzte Aquäduktstück reinbauen. Dann haben wir hier eine Versorgung, produzieren mehr Nahrung. Aber eins ist auch klar, wir brauchen noch mehr Nahrung und deswegen fangen wir gleich an, weitere Windmühlen aufzustellen. So, eine kommt hier hin. Und die andere kommt dort unten hin. So, möchte ins warme Bett. Das verstehe ich. Es geht mir oft genauso. Aber davon darf man sich nicht ablenken lassen von der harten Arbeit. Sonst verhungert man nachher in seiner Familie. Und das kann ja keiner wollen. So. So, die werden dann hier schön Straße fertig bauen. Oh, da ist auch noch Eisen. Oder? Ja. Ja, sehr gut. Das kann ich zu einer weiteren Eisenquelle machen. Was sagt er hier? Er hat... Ah doch, jetzt hat er. Ja, jetzt hat er wieder Eisen und Kohle. Keine Ahnung, was davor das Problem war. Und war es ein bisschen bizarr, das Ganze. Okay, unsere Einwohner sterben aus altersbedingten Gründen, das ist okay. Was ist die? Oh, die Ernte braucht immer noch zu viel Zeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Ihr habt schon alles. Ihr habt Getreidespeicher, aber der ist voll. Ach, Schande. Nun gut. Ich denke, wir können uns minus 58 erstmal leisten. Zusammen mit dem haben wir so einen gigantischen Überschuss, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen. Und hier, sehr schön.
ist diese Eisenmine jetzt auch wieder verfügbar. Und um ehrlich zu sein, muss ich hier ein bisschen zukunftssicher werden. Deswegen stellen wir hier auch gleich einen hin, wenn wir 10 Werkzeug haben. Beschleunigen wir das Ganze mal kurz. Oh, komm, baut das Aquädukt. Baut es. Ihr seid alle gerade damit beschäftigt, die Felder hinzuwuseln, ne? Das denke ich mir. Das denke ich mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte vielleicht einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen sollen. Und Aquädukt, Aquädukt. Aquädukt, gerade produzieren wir hier 8 pro Jahr. What? What? Wir brauchen ein näheres Schöpfrad. What? Was? Hä? Oh nein. Oh nein, das Ding hat so eine Art irgendwie Druck oder so, habe ich das Gefühl. Brauche ich jetzt ein zweites Schöpfrad, um genug Druck zu erzeugen, damit das funktioniert? Oder bauen wir hier ein Schöpfrad? Ich meine... So richtig viel Sinn macht das hier nicht, Salzwasser zu pumpen. Mit dem Schöpfrad. Die Frage ist, ist das Spiel intelligent genug, das zu verstehen? Ja, riskieren wir es mal. Dann bewässern wir die Felder mit Salzwasser. Ich meine, whatever. Salzwasser, normales Wasser. Wo ist da der Unterschied? Das andere zerstört die Felder. Das andere bringt sie zum Leben. Das ist jetzt auch nicht so ein großer Unterschied. Steinbrüche haben keinen Platz für die Steine, die sie produzieren. Ist in Ordnung. Nehme ich nicht persönlich. Endgültig entfernen und eine Mine hinbauen. Bam. Gut. Endlich brauchen wir ein bisschen mehr Werkzeuge. Das ist genau das, was ich möchte. Die Holzfäller sind weiterhin fleißig, so wie es aussieht. Wir können ein bisschen Steine produzieren, beziehungsweise Steine aufwenden, um die Straßen ein bisschen zu optimieren. So. Gut. Okay, sonst noch irgendwo? Hier hinten noch ein bisschen. Seid ihr glücklich? Unsere Stadt ist voll. Wir brauchen Häuser. Na gut. Ihr wollt Häuser? Ihr sollt Häuser bekommen. Ihr gierigen Leute. Ah, da haben wir schon ein bisschen Platz zum Brunnen, deswegen pflanze ich das jetzt einfach mal hier hin. Und hier. Hat das Ding Anschluss zur Straße? Ja. Das ist ihm nah genug. Ja, bauen wir jetzt mal 2 neue. Das wird sich wahrscheinlich schon mal ziemlich unangenehm auf unsere Nahrungsmittel auswirken. Was will dir? Eure Einwohner finden, dass ihr ein exzellenter Herrscher seid. Nun, wundervoll. That is just fantastic. Nahrungsmittel sehen gut aus. Wie sieht so ein Rädchen aus? Baut es. Okay. Während das hier gebaut wird, können wir uns, glaube ich, ein bisschen weiter um die Verteidigung kümmern. Ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam aber sicher sind wir irgendwie durch mit dem Spiel. Na, irgendwie kommt auch nichts mehr, was uns so richtig gefährlich wird. Also hier können wir noch ein bisschen mehr Verteidigung aufbauen. Hier können wir überall zumachen, damit niemand durchkommt. Ja, hier können wir weitere Nahrungsmittelversorgung aufbauen. Hier ist dann der Holzfällerbereich, das ist okay. Das können wir auch so lassen. Hier bauen wir weiter Mauern. Um unsere Dorfbewohner hoffnungslos zu überfordern. Aber das ist okay.
Die haben Zeit. Die freuen sich. Kommt einer noch? Oh nein, wir haben keine Steine mehr. Okay. Wir können jetzt eigentlich mal... Wir gehen immer den Turbo einschalten. Solange nicht wirklich viel passiert. Dann bauen wir nochmal eine Turmballiste. So. Dann sind wir hier auch gesichert. Ich meine, hier ist noch irgendwie so ein bisschen offen. Aber ist okay. Nahrung ist positiv, alles ist positiv, Werkzeuge sind positiv, Kohle ist super positiv. Holz auch sehr positiv. Die haben jetzt irgendwie so ein bisschen nicht ganz so glücklich. Warum? Warum? Was fehlt euch? Ihr habt die Bücherei. Habt ihr die Taverne? Nee. Ihr habt keinen Zugriff zur Taverne und das findet ihr nicht gut. Naja. Pech gehabt. Pech gehabt, kann ich denn nur sagen. Und wisst ihr was? Mehr Leute. Diese Stadt braucht einfach noch viel, viel mehr Leute. Wir starten unsere Expansionsphase und wir gucken mal, wie viele Dorfbewohner wir hier reinkriegen, bevor alles aus den Nähten platzt und wir alle sterben. Ich denke, das ist ein redliches Ziel. Was meint ihr? Einen Brunnen, damit ihr nicht alles abfackelt, wie sonst auch immer. Hier, Feuer, kleine Feuerteufel. Niedliche, oh. Oh, der trägt ja 6 Stück auf einmal. Fleißiger Arbeiter. Die Ernte braucht immer noch zu viel Platz, weil dieser Getreidespeicher voll ist und wir können keinen größeren machen. Aber soweit alles nicht. So, das Wasserrad ist fertig. Perfekt. Müssen wir nur ein bisschen warten, bis wir wieder Stein haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier nicht unbedingt die optimalste Position war. Für Nahrungsmittelproduktion. Meine Güte, da passiert einiges. Auf der anderen Seite haben wir eh nichts machen können. Na? Das muss jetzt halt mal so gebaut werden. Wir brauchten irgendwo Futter und da gab es das. Und deswegen ist es gut. Okay, ich lasse euch mal bauen. Baut so viel ihr wollt. Ja, 78. Versuchen wir die 1000 Bewohner noch voll zu bekommen. Dann können wir irgendwo hier in dem Bereich dann einen weiteren... Ja, wo können die Dorfbewohner leben? Meine Güte. Das kann ich eigentlich abreißen. Wenn wir das da hinten bauen. Brauchen wir hier hinten noch ein bisschen Straße entlang. Na? So, da fern wir das hier. Ui, die sind schon recht flott. Aber wir haben auch eine ganze Menge Leute, die mittlerweile hier eingezogen sind. Die Förscher Forst haben so viel Holz produziert. Oh, nein. Wir haben zu viel Holz. Das ist doch mal eine Ansage. Dann geben wir euch mal hier irgendwie so ein Lager. Der Baum wird gerade gefällt. Können wir hier ein großes Lager hinstellen. Ja, geht doch noch nicht. Feld. Dann könnt ihr euer Holz dorthin bringen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Ey! Also die fällen ja wirklich im... Diese Bäume wachsen wirklich im Turbo-Modus. Der Wahnsinn. Ah. Und wir haben auch wieder genug... Steine. Oh. Oh.
träumt von alten Kindertagen. Ich kann Aquädukte über Felder bauen. Na, das ist ja schön. Das ist ja super toll. Wusste ich gar nicht. Perfekt. Na, dann baut das mal. Dann werden wir sehen, ob wir unser Aquädukt mit Salzwasser betreiben können. Gut, momentan gibt es nicht genug Arbeiter, aber das ist in Ordnung. Ich habe sie ja hier mit dem Mauerbau beschäftigt. Und dann haben wir hoffentlich genug Material. Wenn das dann hier verbunden ist, kann ich an sich auch den Weg abreißen. Das hat mich zwar viel gekostet, aber naja, dann ist es halt so. Können wir auch nichts machen. Aber die hätte ich gerne schon noch weg. Leute, um das Lager zu bauen. Oh. Oh, nein. 31 Leute werden krank. Aber wir haben 4 Ärzte. Ja. Sollte ja eigentlich knapp reichen, um alle zu versorgen. Denke ich mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier hinten expandieren. Das ist ganz klar. Damit unser Land noch größer werden kann. Vielleicht auch hier zu dieser anderen kleinen Insel rübergehen. Ja, wir machen hier das zweite... Oh, 4 Einwohner starben aufgrund der Pest. Nicht ganz so schön. Ich würde ungern an der Pest sterben. Und die Einwohner tun es sicherlich genauso wenig gerne. Aber naja, wen es trifft, den trifft es nun mal. So, kommt. Das will ich noch sehen. Sieht so aus, als pumpt es Wasser. Oh ja. Oh ja. Aber so wie es aussieht, funktioniert diese Kombination trotzdem nicht. Jetzt geht's. Aha. Wir haben herausgefunden, wie das mit diesem Wasser funktioniert. Es ist irgendwie so ein kleines bisschen hydraulisch oder so, keine Ahnung, aber so machen wir auf jeden Fall mehr aus unseren Feldern. Und das ist doch schon ganz nett. Mehr aus den Feldern machen ist immer lohnenswert. So, kann man hinstellen hier oder kann man es da hinstellen? Hier haben wir auf jeden Fall mehr Vorteil von der Windmühle. Stellen wir da eine hin. Dann reißen wir den Spaß hier ab. Oh, plus 196. Ach Gott, wir haben eh so viel Nahrung, dass wir erstmal nicht mehr brauchen. Sind wir erstmal auf Nummer sicher. Dann ziehen wir hier noch eine Straße durch und anschließend bauen wir hier noch eine Reihe Häuser und irgendwelche anderen freundlichen Gebäude, damit die glücklich sind, und dann müssen wir expandieren. Vielleicht hier so ein bisschen in die Ecke und hier hin. Hier brauchen wir auf jeden Fall irgendwo noch haufenweise Zeug. Aber wie genau wir hier weitermachen, seht ihr in der nächsten Episode von Kingdoms and Castles. Ihr könnt auch gerne schreiben, ob das noch irgendwie interessant weitergeht oder ob das jetzt momentan so mehr oder weniger der Endstatus ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.